So, hallo zusammen. Die Welt, wie wir sie kennen, ist Geschichte. Wie weit würdest du gehen, um sie zurückzubringen? Shepard hat einen Krieg begonnen, aber nur wir kannten die Wahrheit. Nikolai, wir müssen Soap hier rausholen. Da, ich kenne da einen Raum. So, und hallo zusammen und willkommen zum ersten Let's Play Modern Warfare 3. Wahrscheinlich kennt ihr das Game, sehr gut verkauft wurde, sehr berühmt. Ja, und da machen wir nochmal einen Neustart. Dann, ich muss kurz... Entschuldigung. Vielleicht habt ihr es gehört, dass ich müssen müssen. Egal. Ja, ich kann euch dann ja nochmal Geschichte erklären und so. Ich habe versucht live aufzunehmen, aber mein Ton hat es nicht aufgenommen. Weil meine Freizeit von meinem Videoconverter, wo von einem Video nur den Ton rausnimmt und so Zeug, der ist abgelaufen und jetzt kann ich ihn nicht benutzen, darum mache ich jetzt einfach so. Und mach so ungefähr das, was ich dort gemacht habe. Also ich höre noch den Ton neben mir. Also kann ich so schon sagen. Also, wir spielen den Soap. Der Doppel da. Nein, schon mal, der ist recht chillig. Er ist dunkelhäutig und aus dem Modern Warfare 2 schon ein guter. Da sehen wir viel Moment mit dem Price. Also er ist ja eben gerade fast am Sterben. Ist ein guter Kollege von Price gewesen. Und da ist das Ende von MW2 vielleicht. Haben wir das gerade gesehen, das kurze Abschnitt. Da kommt man den Wasserfall runter. Und das ist da ist das ganze Ende, wo man ihm das Messer ins Auge schießt am Captain Price. Das ist ja der Anführer von der Böse, sagen wir jetzt einfach mal böse. Und ja, ich hoffe, die Qualität ist bei euch gut. Schaut hier, jetzt steht da WW3 und dreht sich zu MW3. WW3 bedeutet World War 3 und das bedeutet den Dritten Weltkrieg. Spielen wir also. Und wenn sich das dreht, dann wird es zu MW3. Also Modern Warfare. Wie ist die Lage bei New York? Und ja, ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Ich nehme jetzt das erste Mal mit dem Programm auf. Und ja. Gut. Mission heisst Schwarzer Dienstag, wo wir jetzt spielen. Da müssen wir durch die ganze Stadt umjockeln und Leute killen. Also noch nicht so viel Geschichte dabei. Das ist schon ein bisschen, aber noch nicht so viel. Ja, da sehen wir einfach schon mal den Dritten Weltkrieg in New York, ist klar. Wir haben da M4A1 mit AK-Visier. Nein, wir haben so ein Hologramm-Visier und ein variable Zoom-Visier. Das seht ihr vielleicht nebendran, das kann man umswitchen. Ich mache das dann nachher. Und ja, das ist einfach gut, weil es kurze Distanz ankommt, weite Distanz zwei Variable Visier oder Variable Zoom Visier oder so etwas heisst. Ja, komische Meldung da. Okay, jetzt tue ich da. Ah nein, es heisst Hybrid Visier, wenn ich da schon gesehen habe. Hybrid Visier. Und ja, ich muss gerade mal eben durch die Stadt jagen mit den Kollegen. Schon unlogisch, wir 4, 5, 6 gegen irgendwie 200. Also ihr seht dann schon, dass es etwa 200 sind. Ja, und
Stellknopf. Einmal in dem Let's Play, also im Let's Play 1, also das, was ihr jetzt gerade anschaut, einmal stirb ich, ja. Und das ist, weil ich eine Grenze überschritten habe. Es gibt nämlich so einen Sanditunnel, und wenn man den in alle Gänge gekillt hat und gerade hochgeht, wo wir das C4 platzieren, dann kommt es dazu, dass du automatisch stirbst. Und ja, das war nicht so gut von mir. Und ja, MW3. Ich würde wahrscheinlich die ganze Kampagne durchmachen. Also, ich versuche auch noch anders aufzunehmen, meinen Ton. Und, oh shit, da hat es eine Mine. Egal. Das sind S-Minen oder so. Ja, ich versuche die ganze Kampagne zu machen. Ich habe gerade gestern ausgesehen. Oh, jü. Ich habe gerade gestern ein HDPVR gekauft. Mit Orhan und dem Lerch. Zwei Kollegen. Ich grüße sie kurz. Wir sind nach Rapperswil am See, Zürichsee. Vielleicht kann man das. Also, wer jetzt hier Schweizerdeutsch kann. Und ja, da mache ich einen kurzen Fail. Ich versuche das Flugi mit dem Granatenwerfer abzuschiessen. Das ist ein riesen Fail. Nehmen Sie mir nicht böse. Ich kann einfach nicht lesen, dass Ihre Waffen können mich in diesem Fahrzeug nichts anhaben. Habe ich einfach nicht können, habe ich einfach nicht gelesen. Und so habe ich meine ganze Munition verbraucht. Bis ich gemerkt habe, dass man eigentlich nicht da, sondern dort führen muss. Da habe ich mir selber die Hand vor den Kopf geklatscht. Und ja. Okay, wir müssen ja irgendwie um den Heli herum. Das gehen wir da. Jetzt gerade. Ich wechsle ein bisschen viel zu Waffen. Viel die Waffen. Ja. Weil ich eigentlich eine Munitionskammer finden. Also nein, so eine Munitionsbox. Das gibt es manchmal im Spiel, da kannst du einfach hingehen, X drücken und dann kannst du überall wieder ganz volle Munition, alles. Einfach alles. Ja. So. Ja. Der Heli, den wir da gerade vorher gesehen haben, ist der, den wir mit dem Granatenwerfer haben versucht haben zu schiessen. Ja. Genau. Okay, ich sollte mir lieber ein Headset zulegen, weil dann hört ihr mich wahrscheinlich besser. Weil, gebt es zu, jetzt ist gerade die Audioqualität wahrscheinlich nicht so gut. Da suche ich gerade, ob es Kistchen hat oder so. Und ja. Da versuche ich noch übers Geländer zu kommen. Aber hätte ich das gemacht, dann wäre ich tot. Da habe ich die falsche Granate gezogen, oder? Zu geil. Ich hätte eine Blendgranate und ich nehme einfach eine Handgranate. Ich meine Splittergranate. Ja. Genau. Unsere Kameraden oder die Hauptpersonen in dem MW3 sind der Sandman. Wieder ein bisschen der Soap, der Price, natürlich der Price ist überall, sozusagen, in jedem MW. Ja, also ich glaube auch in Black Ops. Ist das nicht auch ein Price? Ist das nicht auch der Price? Müssen wir noch einmal kurz nachschauen. Muss ich aber die CD wechseln. So, okay. Wir versuchen ja wieder aus dem Gebäude rauszukommen. Zu der Hauptstraße oder zu der Hauptkreuzung oder so. Zum Museum vor allem. Und jetzt stürmen da sehr viele Gegner. Und ich feile da mit meinem Aim. Also ich ziele da nicht gerade so gut. Ja. Ist, was ich über MW3 halte. Ihr solltet so. Naja, okay.
Multiplayer. Gerade einem schnell auf den Senkel. Multiplayer, aber Singleplayer ist halt schon cool. Einfach, es geht gerade mal vielleicht zwei Tage und nachher hast du es durchgespielt. Also ich habe das so gemacht. Mit Schuhen zwischendrin. Okay. Multiplayer bin ich schon Prestige 7, glaube ich. Ist ja noch nicht so viel. Und das ist, weil ich aufgehört habe. Ja, tut mir leid. Aber ich spiele manchmal nur noch so zum Aufnehmen. Oder so zum Trickshotten. Oder sonst game ich. Nein, zum Trickshotten game ich lieber MW2, weil es viel besser ist zum Trickshotten. Dort hat es die besseren Snipers, da sind alle so scheiße. Und ja. Ich muss dann schauen, dass man meine verstopfte Nase nicht hört. Sonst müsste ich eben so machen. Das ist jetzt ein bisschen gruselig, ich weiß. Da versuche ich gerade so einen Jumpshot zu machen. Der Trifal 2 bei dem. Haben wir vielleicht gerade gesehen, so Gumpen und übers Auto geschossen. Da ist eben gerade einer abgeschlagen worden und dann habe ich gedacht, what the fuck. So, ja, da habe ich bemerkt, dass ich eigentlich die Waffe eigentlich für die Autos brauche und auch für Gegner. Ja, sie sagen dir einfach am Anfang meistens so, ja, nimm die XMS 25 und baller kurz die 3, dass wir durchkommen, oder baller kurz das Auto mit dem Granatenwerfer. Und jetzt habe ich da voll gefehlt, da habt ihr vielleicht gesehen, die zwei Munitionspackle sind so braun. Ja, so braun, verpackt mit so Streifen und so. So Geschenkband und so. Nein. Ja. Und da ist eine recht harte Sache. Also, ich spiele auf normal natürlich. Da ist eine recht harte Sache. Da bin ich einfach drauf losgestürmt. Ich weiß nicht wieso. Ich wäre im Fall fast gestorben. Da schau ich. Ja, und dann schieße ich noch meinen Kollegen ab. Da renne ich einfach rein. Und wechsle noch mit dem Feld die Waffe. So, also ich bin nicht der hellste da, aber da vor allem, da kommen ja Millionen von Gegnern, wie denen, seht ihr vielleicht. Und ich renne da einfach um mein Leben. Und das ist auch der Sinn davon. Ja, jetzt kommen wir eben zu dieser Sendestation, wo ich das erste Mal stirb. Ja, da seht ihr es dann gerade. Es war eigentlich noch recht lustig mit so einer Pumpgun und so. Einfach, ja, es hat ja keine Munition mehr gehabt und nachladen ist halt schwierig und so. Dann versuche ich sie von hinten zu messen, obwohl sie keine Computer gesteuert sind. Also werden sie ja erwarten, dass ich von hinten komme. Und ja, dann versuche ich schön nachzuladen und nachher reinzustürmen. Und eben will ich dann dort grenzen. Ah, schau, hinter mir, schau. Ui, vielleicht habt ihr zurückgespult, wo ich noch anliege. Dann seht ihr vielleicht so einen Schatten. Ja, genau da. Dort bin ich gerade auf die Treppe gekommen und dann gestorben. Ja, ist halt scheiße für die Aufnahme, aber. Scheiße drauf, wenn mich interessiert. Ja, ich würde wahrscheinlich noch mehr sterben, weil. Ich habe lange nicht mehr gespielt, ich bin in der Ferien, ich gehe in Minecraft, ich habe auch ein Leben, aber nein, ernsthaft. Und ja, und ich habe nicht so viel Zeit zum Gamen und das heisst, ich bin auch nicht mehr so gut. Ja. So, da versuche ich wirklich noch den letzten Schuss rauszubringen, aber kill nur einen.
Ja, okay. Da. 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 Und. Tadada. So, jetzt sind alle tot. Jetzt seid ihr sicher. Entschuldigung. Jetzt sind ja alle tot. Jetzt darf man über die Grenze. Also über die Stege. Und jetzt sterben wir auch nicht. Genau. Sorry. Haben wir so nüsse. So, okay. Okay, jetzt müsste ich eigentlich auch mal kurz meine schon verstopfte Nase. Ja, halt. Reinigen oder so. Aber das mache ich dann, wenn die Aufnahme fertig ist. Alter, ich kann fast nicht mehr schnaufen. Ja, da kann ich jetzt ein bisschen Predator fliegen. Und wie ihr seht, mache ich da die ganzen Multi-Abschüsse, weil ich keine Lust zu mehrere Drohnen auf die Feinde zu rühren. Da versuche ich einen mit der PP90 zu schiessen, das schaffe ich auch, aber trotzdem. Ja. Da muss ich oben an, weil dann treffe ich auch alle, glaube ich. Weißt du, ich versuche immer so den Himmel abzuschiessen und so. Eigentlich schon. Also nicht schiessen, tut man ja Predator zuerst mal schiessen, zuerst mal die Ziele. Dann schiessen. Und dann ist es lustig, aber du kannst so Gas geben, also so Boost. Nachher fliegt er richtig krass führen. Also so sehr schnell. Die Führer ist schon weniger gut zum Kontrollieren, aber trotzdem. Falls jemand gerade ins Haus rennen will, zum Beispiel im Online, falls jemand ins Haus rennen will, kannst du das schnell machen, gerade von der Tür an, und dann willst du schon eh noch. Wenn du nicht mit dir bist, dann weiss ich auch nicht, was mit dir los ist. Ja. Okay, jetzt sind wir da in einem Flug. Vielleicht kennt ihr den von Black Ops, den Hind. Und jetzt kommt ein bisschen brutale Szene. Also, Kinder weglocken, nein. Das sind zwei Helis und da fangen wir brutal an blüten, weil ich's wirklich knapp schaffe, leider. Ja, eben. Das Ziel ist halt ein bisschen schwierig. Dann muss ich jetzt mal so. Heilige Scheiße, bitte so. So knapp. Okay, jetzt haben wir den geschafft. Jetzt haben wir beide kaputt gemacht. Jetzt fliegen wir da ein bisschen im Kreis rum. Um den Turm. Und noch am Aufbauen. Hey, schau, ich habe geschossen und es ist gerade kaputt gemacht. Ja. Jetzt haben wir dann noch mehr Flugis. Und das Geile ist, ich schaffe das schon, aber. Ja, ich bin nicht zu viel verraten. Vielleicht kann er ja das Ende nicht einmal und dann ist ja eigentlich alles ein bisschen scheiße. Okay, ja, da haben wir ihn geschafft, oder? Schön. Und jetzt, was denkt ihr passiert? Genau. So, der stößt schon mal ab, die sind schon tot, oder? Also ich weiß nicht, also wir hängen da aus dem Flug raus. Ich weiß nicht, wie das ist, ich will es auch nicht erleben. Ich meine, Alter, du hängst da einfach so an einem Flug hin, einen Kilometer über den Boden, nein, vielleicht 200 Meter über den Boden. Und hebst dich an einem MG fest. Das ist ja schon mal hart. Ja, wenn ich da gesehen, das Let's Play ist fertig. Genau. 17,23 Sekunden.
Und ja, da machen wir mal Pause. Hat mich gefreut, mit euch die erste Mission zu spielen. Ja, noch einen schönen Tag. Ciao.